Hallöchen und weiter geht's mit Domination. So, sammeln wir erstmal wieder unsere Ressourcen ein, unser Gold und natürlich unsere Nahrung. Gucken dann anschließend, was wir hier eventuell noch ausbauen können. Ob wir in den Kampf gehen können, werden wir uns natürlich auch gleich gemeinsam ansehen. Ob wir noch ein paar Tiere jagen, werden wir natürlich auch noch checken. Und gucken, was es noch hier so zu erledigen gibt. Aber auf jeden Fall denke ich schon, dass wir hier genug Aufgaben haben, um das Let's Play relativ, naja, wie soll ich sagen, relativ spannend zu gestalten. So, probieren wir das einfach mal aus. Hier haben wir auf jeden Fall noch einen Rehenhase und hier können wir auch noch ein paar Obstbäume abernten. Von daher sieht es da relativ nice aus. Ein Wildschwein rennt hier auch noch rum. Außerdem haben wir natürlich auch noch einen Bär hier, den wir natürlich auch noch mal schön jagen können, um natürlich weitere Ressourcen irgendwie zu bekommen. Das werden wir natürlich auch gleich machen. Aber erstmal müssen wir hier natürlich ein bisschen loslegen, um natürlich die Obstbäume erstmal abzusammeln. So, hier müssen wir uns am Dock noch 14 Stunden, 45 Minuten gedulden, bis es soweit ist. Von daher können wir uns da erstmal entspannt zurücklegen. So, wie jetzt weiter? Hier können wir Dreh nochmal jagen und dann können wir als nächstes uns gleich mal den Bären schnappen. Wenn wir hier wieder genug Bewohner am Start haben, haben wir jetzt auch. Von daher legen wir da einfach mal los. So, kohletechnisch und auch nahrungstechnisch sieht es bei uns eigentlich relativ nice aus. Können wir uns auf jeden Fall nicht beklagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auf jeden Fall vollstens zufrieden. Von daher können wir da auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen was auf den Kopf kloppen. Können uns ansehen, für was es eventuell am sinnvollsten wäre. So, wie verfahren wir weiter? Ich würde sagen, wir checken natürlich erstmal hier unsere Forschung ab. Deine Weisen haben Folgendes entdeckt. Partisanen, diese Technologie fügt 4 weitere Verteidiger vom Stadtzentrum hinzu. Gut, alles klar. Da haben wir erstmal gleich wieder ein bisschen losgelegt. Außerdem können wir hier nochmal reingucken, was haben wir hier für Ressourcen drin. 300 Nahrung, alles klar. Da würde ich sagen, die Nahrung müsste man eigentlich noch ein bisschen sparen. Von daher könnten wir mal Gold auf den Kopf kloppen. Ich weiß ja nicht, was ihr dazu sagt, aber ich denke mal, dass das vielleicht ja nicht so verkehrt wäre. Außerdem checken wir jetzt erstmal unsere Truppen. Wie viel haben wir hier am Start? 95 von 95. Von daher sind wir da relativ zufrieden. Könnten jetzt hier nochmal gucken, ob wir hier eventuell noch ein paar Typen mit am Start haben. Und zwar ein paar Söldner anheuern können. Ja, auf jeden Fall noch die Huhnkrieger, aber das war dann auch. Haben wir hier noch einen Segen am Start? Das weiß ich gar nicht genau. Jo, haben wir den Rüstungssegen. Von daher würde ich einfach mal vorschlagen, gehen wir in den Kampf und checken, was da so geht. Was haben wir hier noch? Holzfäller. Okay. Entferne 100 Felsen oder Bäume. Das haben wir erledigt. Haben wir die nächste Aufgabe auch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Können jetzt so erstmal in den Kampf gehen, suchen uns einen Gegner. Ich hoffe natürlich, dass wir einen finden, wo wir relativ viel Gold bzw. Nahrung bekommen und den wir natürlich auch so gut wie möglich besiegen können. So, da würde ich sagen, gehen wir hier erstmal weiter. Suchen wir uns den nächsten Gegner. Geil wäre natürlich, wenn wir irgendwie 200.000 Gold abkassieren könnten, weil die Wahl das Ding ist. Dann könnten wir auf alle Fälle 2 Türme ausbauen. Das wäre auf jeden Fall eine noble Sache. Von daher müssen wir da mal gucken, was wir da hier so finden für Gegner. Alter, was ist denn mit dem hier in Ordnung? Der hat eh eine riesen Mauer, aber natürlich schon eine richtig Mördermauer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn man hier einreitet, dann sieht es eigentlich auch relativ gut aus. Von daher müsste man eigentlich mal gucken, ob man das hier... Naja, nee, dafür gibt es nicht genug Ressourcen. Von daher lassen wir das. So, der hat auf jeden Fall richtig viel am Start. Nahrung und auch Gold. Von daher würde ich fast sagen, könnte man das hier eigentlich mal probieren. Stadtzentrum 1 und Stadtzentrum 2. Okay. Müsste man nur mal gucken, von wo man angreift. Hauen wir das Ding erstmal in den Arsch.
Komm, 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 macht, die macht Alarm, macht Alarm. Mann, ihr Bauern, Alter, ihr sollt darauf gehen. Naja, ich glaube, da haben wir jetzt relativ schlechte Karten. Nee, Donny. Komm, 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 komm. Ja, geile Sache. Der war richtig wichtig. Komm, Stadtzentrum, schnellstmöglich. Ressourcentechnisch haben wir auf jeden Fall schon gut abgestaubt. Von daher brauchen wir uns da erstmal nie so eine Platte machen. Das Doofe ist, dass wir natürlich unsere Truppen so weit auseinandergerissen haben. Von daher haben wir da relativ schlechte Karten, um hier irgendwie noch zu bestehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ist egal. Müssen wir jetzt das Beste draus machen. Mann, Alter, diese scheiß Mauern. Komm, mach den Katapult in den Arsch, wir haben hier keine Zeit. Ja! Jetzt können wir uns noch ein bisschen Gold holen. Klar, Nahrung wäre auf jeden Fall sinnvoller gewesen, aber da hätten wir die Mauer noch zerstören müssen. Von daher denke ich, haben wir uns trotzdem relativ gut geschlagen. Ressourcentechnisch haben wir auch ein bisschen was abgeholt. Von daher bin ich auf alle Fälle ganz zufrieden mit unserer Ausbeute. Kann ich mich, wie gesagt, nicht beklagen. Gibt Schlimmeres. So, immer erstmal nochmal auf Ausbilden und Kloppen. Hier natürlich erstmal nochmal ein paar Truppen drin, die wir im nächsten Kampf wohl brauchen können. Da habe ich ja eigentlich immer so ein bisschen gleich. Also ich nehme eine Balliste, dann nehme ich mit einen Versorgungskahn, dann nehme ich 8 Ritter mit und den Rest nehme ich natürlich meine königlichen Schokonus mit ins Boot, weil die sind natürlich richtig mega, ist meine Spezialtruppe, sage ich einfach mal so. Von daher habe ich mich für die entschieden und bin da auch relativ zufrieden mit. Also die machen auf jeden Fall richtig gut Bambule. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann können wir jetzt auf jeden Fall, wenn wir wollten, noch ein bisschen was hier auf den Kopf kloppen. Da müssen wir nur mal gucken, was wir da am besten auf den Kopf kloppen. Das ist ja auch nicht immer allzu einfach. Von daher würde ich da sagen, checken wir hier einfach mal die Lage, klickern hier einfach mal durch und gucken, was so geht. Für eine Mille Nahrung könnten wir auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall vorschlagen, wäre auf jeden Fall eine richtig sinnvolle Aktion, unseren General weiter ausbauen. Wir könnten natürlich auch einen von den Bienen nehmen, das wäre vielleicht noch sinnvoller. Können wir erstmal nochmal gucken, welcher General, welchen hatten wir gerade dabei? Ich glaube, Kleopatra hatten wir doch am Start. In 13 Minuten ist er wieder zurück. Das ging ja ratzifatzi, warum dauert das denn so wenig? Komische Sache. Gut, aber ist okay, können wir mit leben. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir unsere Kleopatra auf jeden Fall noch ein bisschen verbessern. 1,125 Mille kostet es, 16 Stunden dauert es. Haben wir zwar erstmal wieder ein bisschen auf den Kopf gekloppt, aber ist egal, damit können wir, denke ich mal, ganz gut umgehen. Außerdem werden wir hier noch einen Turm ausbauen, oder was würdet ihr sagen? Wir könnten natürlich auch sagen, wir bauen den Stall aus. Ja, ich mache erstmal einen Turm. Turm ist mir erstmal wichtig. 3 Tage dauert das und dann würde ich sagen, nehmen wir auch gleich noch einen Stall mit zu. Ja, so machen wir das. Das dauert 1 Tag. Okay, damit können wir auch leben. Jetzt haben wir noch 4 Leute hier am Start. Könnten jetzt höchstens noch mal gucken, ob wir eventuell noch irgendwo eine Garnison haben, die wir ausbauen können. Die könnten wir ausbauen. 80.000 auch 1 Tag dauert das.
Von daher könnte man eigentlich sagen, jo, das probieren wir einfach aus, machen das einfach mal für einen Tag. Haben wir zwar keine Bewohner mehr am Start, aber ich glaube, darauf ist erstmal geschissen. Hauptsache, wir haben jetzt erstmal wieder ein bisschen was am Ausbauen. Das finde ich immer richtig wichtig. Klar, wir hätten jetzt auch unsere Mauer noch vorher ausbauen können, sodass wir natürlich keine Ressourcen mehr auf Tasche haben. Aber darauf ist geschissen, wie gesagt, wir sind erstmal durch für heute. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.